springen weiter zu Alpha Daniel. Alpha Daniel übrigens auch schon Ewigkeiten Zuschauer von mir. Hallöchen, Freunde. So, das ist jetzt kein Informationsvideo. Es ist einfach nur ein kleines Labervideo. Und wenn ihr darauf Bock habt und Laune habt, bleibt doch einfach dreimal kurz. Das Video geht auch nicht lang. Um was geht's jetzt hier? Wie ihr seht, es ist nicht mein Story-Video über mein ganzes Leben. Es ist nicht das Video, was ist die letzten Tage passiert. Warum ist er so still geworden? Es ist einfach nur ein kurzer kleiner Deep Talk und ein kleiner Labertalk, wie ihr jetzt hier. Und wie ihr auch hört, keine einzige Hintergrundmusik. Nur Vögel zwitschern und so. Aber im späteren Verlauf des Videos kommt ein bisschen Musik. Und das sage ich auch euch jetzt schon, weil es leider langweilig, wenn ich es euch nicht sagen würde. Und ja, und zwar ab jetzt kommt Musik und alles. So, Freunde, ich bin hier gerade in der Klinik und merke gerade so, mit YouTube passiert so viel bei mir. Ich habe ja auch schon früher Videos gemacht. Ich baue mal hier ein kleines, mein erstes Video einzusehen. Aber ich werde darüber Voice-Overn, weil ich nicht weiß, ob ich von mir selber einen Copyright-Claim bekomme, obwohl ich das selber aufgenommen habe und selber gedreht habe. Aber das ist ein anderes Thema. Aber hey, ich bin euch ehrlich zu euch, Freunde. Jetzt werden bald mehr Videos kommen, also wirklich mittwochs um 20 Uhr, weil ich merke, so Mittwoch ist ein guter Tag, Mitte der Woche. Und danach kommen immer so Sachen wie jetzt mehr Unterhaltungsvideos, weil ich habe mich jetzt vor kurzem, bei Alpha Kevin, einem YouTuber, beworben. Wurde leider nichts, weil ich die Sachen falsch geschnitten habe. Und hey, ich hätte mich gefreut, wenn ich angenommen werde oder nicht. Aber deswegen tue ich mich jetzt weiter bewerben. Vielleicht auch als Cutter wieder, weil ich mag ja ehrlich zu euch, Freunde. Es macht mir Spaß, Videos zu schneiden. Ich kann da gerne 5 Stunden reinstecken. Und ich werde auch am Abspann am Ende einfügen, was ich für Alpha Kevin ein bisschen geschnitten habe, was er in seiner Reaction gemacht hat. Und ja, ich habe das nur falsch gemacht wegen dem Thema GEMA. Mein Fehler, ich habe es voll verkackt vielleicht, aber ich hoffe, es hat er immer die kleine Werbung trotzdem gefallen, wenn er sie sich alleine angesehen hat. Deswegen, tut mir leid, Alpha Kevin, bzw. Oliver, jetzt habe ich den Namen auch verstanden, aber ich sage lieber Alpha Kevin, weil Internet, ich habe auch sehr gute Freunde durch ihn kennengelernt, Fantasieherz, sie hat mir zum Beispiel jetzt hier das Bild gezeichnet, was ihr jetzt gerade eingeblendet seht. Danach habe ich neue Erfahrungen gesammelt mit YouTubern, zum Beispiel, dass ich für Tipps bekommen habe, deswegen SEO. So ein geiler Mülleimer! Danke, danke, danke. Also dieser gute Mann hier, Moment, der hier, habe ich auch leider noch nicht in echt getroffen, aber ist ein lieber Mann, ist ganz lieb, ganz nett. Und ja, vielleicht werdet ihr ein Video auch von Alpha Kevin ansehen. Ich werde auch unten alles in die Beschreibung reinpacken, was er gemacht hat, die Reaktion drauf. SEO, Fantasieherz auch von dem Instagram-Kanal, alles, weil ich merke so, mir macht Spaß YouTube. Das macht mir jetzt eine Leidenschaft und ich mache mir jetzt ab sofort Unterhaltungskontent, weil ich merke so, hey, Unterhaltungskontent liegt mir. Ich mag Menschen zum Lachen zu bringen. Und wenn daraus irgendwann ein Beruf werden sollte, hey, keine Ahnung, guess what? Dann ist das halt so. Aber es ist nicht mein Ziel, es ist mein Ziel einfach, euch die Freude zu übermitteln und zu zeigen, hey, das Leben kann auch ein bisschen spaßig sein. Ja, ich bin hier gerade in der Klinik und hole, lass mir Hilfe holen, weil 4 Jahre lang rastlos rennen, ununterbrochen, wenn man das so als Bild sehen will. Naja, ist gerade nicht das Schönste. Deswegen mache ich für mich eine gesunde Pause jetzt, bin ja freiwillig in die Klinik gegangen. Deswegen hole ich mir Hilfe, Rat und Ratschläge. Ja, ich brauche ein bisschen Medikation, bin ich ehrlich zu euch. Aber es geht mir gut, ich bin orientierter. Also in dem Sinne orientierter, nicht mehr so hibbelig. Vielleicht merkt ihr es allein am Reden schon. Aber hey, das Video ist damit jetzt gleich sogar schon am Ende. Und hier ist mein Mikrofon, wo ich reinbach die ganze Zeit. Ist nur gerade hier unter euch, dass es einfach hebt und schön aussieht. Und ja, ich habe eine Cappy an. Deswegen zum Abschied noch die Cappy aus. Und Freunde, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es macht mich happy zu sehen, dass hier mir Menschen mal zuhören und das Gehör geben, was wunderschön ist, mal zu wissen, hey, es gibt Menschen, die mögen das, was ich tue. Deswegen, Freunde, danke, dass ihr meine Videos schaut. Danke, dass ihr jedes, oder vielleicht manche Videos seht. Seit dem ersten Video am 15. Juni 2023. Januar, nicht Juni. 15. Januar 2023 habe ich erst angefangen, aber trotzdem macht diese Reise Spaß. Deswegen kommt dieses Video jetzt wieder. Jetzt geht es mir besser. Jetzt kann ich wieder mehr Videos machen. Vielleicht auch bald mal wieder 2 Videos die Woche oder
in kurzen Abständen, weil es macht mir Spaß, es ist eine Leidenschaft und ich kann damit nicht aufhören, weil es mir zu viel Spaß macht. Deswegen, Freunde, sage ich eins euch, wir hören uns. Und wie heißt es so schön am Ende? 3, 2, 1, Action. Der hat sich richtig sehr gefreut, das habe ich auch gemerkt. Der hat mich auch immer in Insta-Stories markiert und der konnte es gar nicht abwarten, das Video zu schneiden. Wir schauen uns das mal an, das Video geht 18 Minuten.